Fortnite erhält bald ein Item, das das Spiel für immer verändern könnte, und es sieht sich mit der Kritik konfrontiert, dass das Spiel schlecht für Kinder ist. Es geht ein Virus um, das dich zum Zocken zwingt. Pokémon Go heizt erneut die Diskussion um Mew und Ditto an. Außerdem wurde ein neues Pokémon vorgestellt. Und ein Entwickler könnte jetzt wegen einer ziemlich dummen Aktion, die er in seinem eigenen Spiel durchgeführt hat, seinen Job verlieren. Zu all dem gleich mehr. Das beliebte Battle Royale-Spiel Fortnite erhält ja regelmäßig Updates, und im Zuge dessen sind einige Spieler jetzt auf die Idee gekommen, dass dem Spiel ja auch ein sogenannter Gun-Game-Modus guttun würde. Kurz zur Erklärung: Gun-Game-Modus bedeutet, dass du in dem Spiel mit einer Handfeuerwaffe startest und mit jedem Kill eine bessere Waffe bekommst. Epic Games hat nun gesagt, ja, wir planen so einen Modus. Was genau das bedeutet, weiß allerdings noch niemand. Es könnte also sein, dass das zum Beispiel nur ein zeitexklusives Event ist oder dass er tatsächlich am Ende gar nicht kommt. Was allerdings schon angekündigt wurde, das ist das Item Port of War. Das ist eine ganz kleine Kugel, die relativ unscheinbar wirkt, aber tatsächlich zum großen Gamechanger werden könnte. Denn wenn du diese Kugel einsetzt, dann baut sich vor dir so ein Versteck auf, ein riesengroßes, in dem du dich dann verschanzen kannst und dadurch auch aussichtslosen Situationen einfach entkommen kannst. Das heißt, es könnte auf jeden Fall das Spiel drehen. Es kommt allerdings darauf an, wie oft diese Kugel dann ausgespielt wird, und außerdem steht auch noch nicht fest, wann das Item denn überhaupt in das Spiel Einzug hält. Und wir bleiben bei Fortnite, denn das Spiel steht ein bisschen in der Kritik. Nachdem einige Medien vor diesem Spiel gewarnt haben, haben ein paar Spieler, oder Nichtspieler in dem Falle wahrscheinlich, eine Petition gestartet, die eigentlich so ein bisschen als Scherz gemeint war, nun aber so ein bisschen aus dem Ruder läuft und schon über 3000 Unterschriften gesammelt hat. Inhalt dieser Petition ist, dass das Spiel eine Gefahr für Kinder darstellt und außerdem für Erwachsene ja reine Zeitverschwendung ist, und genau dagegen ist eben diese Petition. Tatsächlich ist an diesem Punkt, dass es eine Gefahr für Kinder ist, so ein bisschen was dran, weil jetzt in letzter Zeit wurden tatsächlich verschiedene Fälle bekannt von Pädophilie im Spiel. Also ältere Spieler, sehr viel ältere Spieler, haben wohl Jüngere angeschrieben und auf sexuelle Art und Weise belästigt. Die Polizei hat jetzt Eltern empfohlen, schlicht die Chatfunktion, sowohl Voice-Chat als auch den Text-Chat, auszuschalten. Positiver Nebeneffekt: Die Spieler werden dadurch dann noch nicht mal mit Hate konfrontiert und können einfach ganz in Ruhe spielen. Das sollten wir auch ab und zu mal machen. Und wir bleiben im Battle Royale-Genre, allerdings nicht bei Fortnite, sondern beim großen Konkurrenten PlayerUnknown's Battlegrounds. Für den ist nämlich gerade eine Schadsoftware unterwegs. Diese Schadsoftware sperrt alle anderen Programme auf deinem Rechner und sagt, erst wenn du eine Stunde lang PUBG gespielt hast, gebe ich das Ganze wieder frei. Allerdings können wir jetzt schon Entwarnung geben, und zwar stimmt das gar nicht so ganz, weil es reicht schon aus, wenn du 3 Minuten PlayerUnknown's Battlegrounds spielst. Und ganz am Schluss dieser Nachricht, die deinen PC sperrt, steht auch ein Entsperrcode für alle, die halt gerade keine Zeit haben, PUBG zu spielen. Das Ganze ist also mehr oder weniger ein Witz und nicht weiter gefährlich. Es ist aber tatsächlich eine sehr, sehr gute Ausrede für den Chef oder beziehungsweise für den Mitarbeiter vor dem Chef, um einfach mal eine Stunde PUBG zu spielen. Ja, wobei 3 Minuten für manche ja auch schon eine richtige Qual sind. So, genug Battle Royale für heute, kommen wir zu Pokémon. In diesem Spiel gibt es seit langer Zeit eine Theorie. Und zwar die, dass Ditto eigentlich nur ein gescheitertes Experiment ist, welches entstanden ist, als Wissenschaftler versucht haben, Mew zu klonen. Genau diese Theorie greift Pokémon Go jetzt auf. Wenn du nämlich eine Mew in diesem Spiel fangen möchtest, dann wirst du aufgefordert, zunächst ein anderes Pokémon zu fangen, welches sich ebenfalls in ganz viele Pokémon verwandeln kann. Also sehr wahrscheinlich Ditto, um damit deine eigenen Chancen zu erhöhen, ein Mew zu fangen. Noch eine News zu Pokémon, und zwar gibt es jetzt ein ganz neues Pokémon in Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Es handelt sich dabei um das mysteriöse Pokémon Zeraora. Das ist ein Elektro-Pokémon und das hat auch keine Vor- oder Weiterentwicklung, sondern ist halt einmalig. Es erinnert aber sehr, sehr stark an das andere Pokémon Lucario. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, kommt da noch was? Haben sie eine Verbindung? Das gilt es jetzt auf jeden Fall erstmal herauszufinden, beziehungsweise müssen wir erstmal gucken, ob da überhaupt noch was kommt. Was auf jeden Fall feststeht, dieses Pokémon gehört zu der jetzigen Pokémon-Generation. Also, obwohl es etwas später kam, hat es nichts mit Pokémon Switch zu tun. Leider. Schade.
Zum Schluss noch ein Thema, über das sich das Netz gerade sehr stark aufregt. Eine Journalistin war bei einem Preview-Event für ein Spiel und wurde dort von einem Entwickler geteabaggt. Das hat der Journalistin natürlich überhaupt nicht gefallen. Sie fand dieses Verhalten sehr, sehr unprofessionell. Und auch viele Kollegen pflichten ihr bei, dass das auf einem Event überhaupt nichts zu suchen hat. Und das Ganze ist ja auch nachvollziehbar, weil letzten Endes ist es ja das Ziel, oder sollte zumindest das Ziel eines Entwicklers auf so einem Event sein, das eigene Spiel in einem positiven Licht dastehen zu lassen. So, das war's auch schon wieder mit unserem News-Video. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dem Video sagt, besonders zu dem letzten Thema, was ihr von dem Verhalten des Entwicklers haltet, ob ihr das auch als klares No-Go seht oder ob ihr es irgendwo nachvollziehen könnt. Lasst uns auf jeden Fall einen netten Kommentar da, am besten auch einen Daumen nach oben. Und ansonsten haben wir auch noch ganz, ganz viele andere Videos auf unserem Kanal. Zum Beispiel den neuen Test zu God of War. Da schaden auch ein paar positive Kommentare überhaupt nicht. Oder ein Daumen nach oben wäre auch ganz nett. Und wir haben auch noch einen Vergleich zwischen Fortnite und PlayerUnknown's Battlegrounds. Das könnt ihr auch euch sehr gerne anschauen. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, an die Freunde weitergeben und bis zum nächsten Mal.